Wenn uns der Holz gefallen hat, die haben aufgelegt wie die Buden. Und dann ist er mit den letzten Umdrehungen ist er noch über den Buckel rüber. Der Landsbullock, dann so früher ist mit dem einen Wald rausgefahren, mit einem Langholzfuhrwerk, verstehst du, wie es so dunkel war in der Früh. Duck, 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 du weißt Gott, wo hingefahren. Holz gefahren und Holz gelassen, teilweise in Münchner Gegend. Ah. Und dann hat es bis zu Stambergen ausgefahren. Also es war eine Tagesreise, du bist um 4 Uhr früh losgefahren und abends wieder heimgekommen, weil geht ja bloß 15 Kilometer. Und wenn es bergauf geht, dann geht er langsamer. Da war ich den ganzen Tag unterwegs. Hinten auf der hinteren Seite hat er eine Seilwinde. Seilwinde ist ja bloß eingebaut worden wegen einem Holzschlossen. Die Seilwinde kann man bloß außen einschalten, also der kann rückwärts und vorwärts gehen. Also muss man jedes Mal einen Motor umwerfen, damit er in entgegengesetzte Richtung läuft. Wie geht es, einen Motor umzuwerfen? Selbstzünder geht er das. Wie geht das, einen Motor umzuwerfen? Halt schauen, dass die von den Touren so weit runterkommt, dass er kurz vom Stehbleiben ist und dann einspritzen. Dann läuft er wieder anders lang. Und dann den Anhänger, den Holzwung da hingestellt und da mit dem Seil halt noch da aufgezogen, nicht wie heute so schön aufgekippt, mit dem Seil aufgezogen, was das für eine Arbeit war. Die alte Mühlrosel, die ist hinten angeguckt, weil der hat da hinten auch gelenkt, sonst wären sie nirgends umgekommen. Die ist da hinten angehängt, hat da oder einbremst und klart die Hinterachse, gell. Und bei Temperaturen von 25, 30 Grad, da ist gerade alles gewickert, hat vor lauter Kalt sein. Wie ich das erst mal gesehen habe, denke ich mir, ja, da muss da jemand drin sitzen, die haben wir fast nicht gesehen. Die war da unten drin gesetzt, unter die Bäume drin, da war so ein kleiner Sitz. Der Lanz macht es sowieso bloß mit Vollgas 630 Umdrehungen. Hm? Alle, wie es da haben, ob von Größten bis zum Kleinsten oder vom Kleinsten bis zum Größten, das ist egal, wie man sagt. Ne? Aber man kann es fast nicht glauben. 630 Heutzutage macht der Bulldog im Stand 1200. Ja? Gegen damals. Und durch das haben wir die ein ewiges Leben gehabt, die Bulldog, ja. Wenn du so schaust. Ja. Ja. Die haben bloß, die waren nicht zum Aufmieren, die haben bloß am Fahrer aufgemiert. Ja. Ja. Weil durch das, der 10 Liter Hubraum hat der natürlich dementsprechend gesessen und dann die niedrige Drehzahl, neben bumm, bumm, bumm. Und da ist der gesprungen wie so ein Ding. Und das ist natürlich jedem Fahrer durchgekommen. Weil wenn halt irgendwo eine Lastung oder was durchgefallen ist und stecken geblieben ist, dann hat der Schuller her müssen. Brauereifahrzeug, Löwenbrei von Minger. Weil der Morbid und der Menzinger haben wir damals Löwenbrei-Bier gehabt. Wie die Straße noch nicht gebaut war. Hinfahren und sagen, ja, Telefon hat er niemals gehabt. Kein Mensch hat ein Telefon gehabt. Die haben schon ein Telefon gehabt. Das waren die ersten Pförtchen, die ein Telefon gehabt haben. Da haben wir Zimmermann und Moser oder die, die haben da zum Telefonieren hergegangen. Das war ein öffentliches Telefon, schau. Und da haben sie zum Telefonieren hergegangen. Und da haben sie das gewusst. Die haben mich gefragt, da ist da jemand da,
der wird uns vielleicht das rausziehen können oder was. Das ist, ja, ja, da, das ist der Schüler im Furtan und so, weißt du schon. Dann haben die von da irgendwo geschaut, ob das in der Bierlbach war oder in Niedergeiselbach. Dann sind sie da zum Wirt gegangen oder wie ein Telefon kam, haben sie da hergerufen. Genau. Kopf erwärmt, bis es glühen anliegt. Wow, beachtlich.
der Düngenwache, bei der Landswache, das ist eine gute, der hat alles gefressen. Ob das ein Diesel war oder ob das ein Gasöl war oder ob das ein Erdöl war oder was, das ist ganz wurscht. Der hat das alles gefressen, das ist, der hat das alles gebraucht, der hat nicht viel Verdichtung gehabt. Durch das hat er vorhin den Klierkopf gehabt und da hat er den ganzen Dreck drauf gespritzt und dann hat er das zünden. Was heißt das, zu wenig Diesel? Bei der Stiebel müssen wir da. Also? Weil ja für die Stiebel. Ja. Weil, sagen wir mal so, mit dem Ding allein, mit der Verdichtung allein, war er nie zum Laufen gekommen. Ja. Das ist einmal schon klar. Und durch das haben sie, da haben sie dann einmal Ding gemacht. Die ersten haben ja nur bloß LED-Lampen gehabt. Ja. Und die späteren haben dann einmal eine Dünger-Zündanlage dazu gekriegt, Zündkerzen und Ding, Zündspulen. Genau. Ja, und da haben dann mit dem Benzin vorgearbeitet. Und erst wenn sie einmal der Kopf dann wieder geklärt hat, dann haben sie wieder umschalten können auf Diesel oder Gasöl oder irgend so einen Dreh gehalten. Ja. Aber zwar auch nicht das Heuer weniger gesoffen, das ist schon klar. Weil aus dem Klump, was der verarbeitet hat, deutsch gesagt, nicht so viel Kraft rausgegangen ist wie heutzutage vom Diesel. Ja. Und durch das hat er halt auch mehr gebraucht, das ist klar. Also Jahrgang 33, der ist halt um 4 Jahre älter wie ich. Ich bin jetzt 77. Also ist der Landsbulldog jetzt 81 Jahre alt. So weit wird nicht leicht einer. Aber da sieht man es wieder, Lanz war halt einfach unverwüstlich. Der ist nicht zum kaputt machen gewesen, aber wie gesagt, der hat einen Fahrer kaputt gemacht.